Das ist Markus. Markus leidet sehr stark unter dem Kapitalismus, da er für eine ungleiche Gesellschaft sorgt. Es gibt eine Kapitalistenklasse und es gibt eine Arbeiterklasse. Markus ist Teil der Arbeiterklasse, des Proletariats und steht seinen Mitmenschen solidarisch gegenüber. Nicht nur, weil sie gleichermaßen unter der Vermögensverteilung leiden, sondern weil jeder Mensch eine unverletzliche Würde besitzt, die unveräußerlich ist. Dazu gehören ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und das Recht, sich frei entwickeln und bewegen zu können. Diese Solidarität ist nicht auf Deutschland begrenzt, denn für Markus sind Ländergrenzen und Staaten lediglich Ausgeburt einer gestörten Fantasie. Egal ob hierzulande, in der Ukraine oder in Russland. Das Motto lautet: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Zurzeit leiden viele von Markus' Genossen stärker als sonst, denn Russland hat die Ukraine überfallen. Die russischen Arbeiter leiden unter Sanktionen des Westens und einem traurigen Schicksal als Kanonenfutter. Die Ukrainer leiden unter Krieg, Zerstörung, Vergewaltigung, Vertreibung. Und die Deutschen unter steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen. In welchem Ausmaß die genau auf den Russlandkrieg zurückgehen, ist zwar nicht vollständig erforscht, aber dennoch. Da Markus sehr solidarisch ist, hat er einen tollen, einzigartigen Einfall, um all das Leid mit einem Rutsch zu beenden. Frieden! Würden sich Russland und Ukraine an einen Tisch setzen und den Krieg beenden, wäre der bereits angerichtete Schaden zu begrenzen. Und auch Markus müsste nicht mehr leiden, seine Kameraden sterben und frieren zu sehen. Was super klingt, ist leider schwieriger als gedacht. Russland hat schon mehrfach angekündigt, nur dann den Angriffskrieg zu beenden, wenn sie den Osten der Ukraine haben dürfen. Friedensverhandlungen laufen zurzeit also nur auf eines hinaus. Ein Aggressor darf die eroberten Gebiete des schwächeren Staates behalten. Das würde allerdings gegen das Völkerrecht verstoßen. Denn ein Land kann tun und lassen, was es möchte. In einer Volksabstimmung 1991 hatten 90% der Bevölkerung für die Unabhängigkeit der Ukraine gewotet, was unter anderem auch von Russland anerkannt wurde. 1994 wurde im Budapester Memorandum beschlossen, dass die Ukraine ihre Atomwaffen an Russland zurückgibt und im Gegenzug hat sie Sicherheitsgarantien erhalten. Super! Blöderweise hat sich Putin nicht an diese Verabredungen gehalten und hat nach dem Putsch seiner Marionette Janukowitsch und einer Annäherung der Ukraine an die EU die Krim annektiert, Separatisten in der Ostukraine mit Waffen versorgt und schließlich letztes Jahr die Ukraine überfallen. Obwohl er noch kurz vorher bekräftigt hatte, das nicht tun zu wollen. Russland kann demnach nicht als vertrauenswürdig angesehen werden, den Frieden zu bewahren. Wenn Markus also auf Verhandlungen plädiert, dann sei gesagt, dass die Position pro Frieden in der Praxis gar nicht so friedlich und solidarisch ist, wie es scheint. Erstens wären viele Ukrainer und Ukrainerinnen, ohne dass sie es so wollen würden, plötzlich unter der Besetzung eines Landes, das Kriegsverbrechen an ihren eigenen Landsmännern und Frauen begangen hat. Zweitens steht diese Lösung Frieden auf dem Kontinent im Wege. Wir haben bereits zwei Blaupausen für die russische Vorgehensweise, Ex-Sowjetgebiete zu isolieren. Moldawien wird durch Transnistrien, eine von Russland kontrollierte Fake-Republik, am Zugang zur EU und NATO gehindert. Georgien wird durch Abchasien und Südossetien, zwei von Russland kontrollierten Fake-Republiken, am Zugang zur EU und NATO gehindert. Sollte man nach der Krim nun Teile der Ukraine aufgeben und diese nicht in die NATO oder EU lassen, könnte Russland sich Stück für Stück weitere Teile schnappen, um die eigenen Großmachtfantasien befriedigen zu können. Markus' Lösung würde einer imperialen Macht also de facto Narrenfreiheit beim Erobern garantieren. Denn drittens, selbst wenn Russland unterzeichnen würde, nur den Donbass und die Krim zu behalten, heißt das nichts, da sich Putin wie gesagt schon wiederholt über Vereinbarungen und das Völkerrecht hinweggesetzt hat. Alles in allem würde ein solcher Kompromiss einen erschreckenden Präzedenzfall setzen, laut dem jeder Staat machen kann, was er möchte, ohne große Gegenwehr fürchten zu müssen. Eine hierarchische Weltordnung, in der der Stärkere sich auf Kosten des Schwächeren durchsetzt. Ein Herrschaftssystem, das im politischen Spektrum sehr, sehr weit rechts zu finden ist. Kommen wir zurück zu Markus. Der sagt zwar Folgendes. Und vielleicht sollten wir das an dieser Stelle eben auch ausweiten und einfach auch sagen, nieder mit diesem Krieg, nieder mit allen Regierungen, die nicht in unserem Interesse handeln. Diese Interessen, die sind ja überhaupt nicht kompliziert, die sind eigentlich wahnsinnig einfach und sie sind überall auf der Welt wahrscheinlich relativ ähnlich. Das ist ein gutes Dach über den Kopf und eine warme Wohnung. Das ist ein guter Teller, gesundes Essen und das ist ein kooperatives Miteinander der Bevölkerung der unterschiedlichen Regionen auf dieser Welt. Allerdings würde der von ihm geforderte Frieden, wie gesagt, darin münden, dass den ukrainischen Bürgern die Autonomie, der Frieden und die freie Entfaltung verwehrt bliebe. Da der solidarische Marxist das nicht zu wissen scheint, betet er gebetsmühlenartig seine Appelle aus dem Babygehirn runter. Wie wär's mit Verhandlungen statt Streubomben? Ihr seid gegen eine Verhandlungslösung.
Kriegsspiele statt Diplomatie, ich gratuliere. Als Reaktion versuchen seine Follower auf Twitter seit fast einem Jahr verzweifelt, ihn über die realen Folgen eines Friedens unter russischen Bedingungen aufzuklären. Welche Anzeichen siehst du denn, dass Russland vernünftig verhandeln würde? Warum lässt Putin sich nicht auf Verhandlungen ein? Ist eigentlich klar, dass in den von Russland besetzten Gebieten ethnisch gesäubert, gemordet wird und Kinder ihren Eltern weggenommen werden? Markus geht fast nie auf Punkte ein. Er postet einen Tweet und verpisst sich wieder. Danach zieht er diese Argumente in geschützten Räumen ins Lächerliche, in denen er nicht mit Widerspruch rechnen muss. Ja, also diese Friedensverhandlung. Ja, was willst du denn eigentlich? Was soll die Ukraine machen, wenn sie angegriffen wird und so weiter und so fort? Da geht es wahrscheinlich auch gar nicht so sehr um eine Landesverteidigung oder auch eine Verteidigung gegen Aggressor, was man ja nachvollziehen kann, also legitime Selbstverteidigung, sondern das ist ein geopolitischer Konflikt. Also von meiner Analyse aus. All das zeigt, dass die Solidarität für ihn bei der Ukraine endet. Denn, um Anthony Blinken zu zitieren, wenn Russland heute seine Truppen abzieht, ist der Krieg vorüber. Wenn die Ukraine heute aufhört zu kämpfen, ist die Ukraine vorüber. Markus' Antikapitalismus, seine Verachtung für Konzerne, die an der Rüstungsproduktion verdienen, ist größer als sein Mitleid mit denjenigen, die unter der Besatzung einer fremden, feindlichen Macht leiden. Seine Solidarität ist eine Scheinsolidarität, Virtue Signaling. Sein Image ist wichtiger als die Kameraden aus anderen Ländern. Und wenn man sich solche Flyer anschaut, in denen das Großkapital einen sozialen Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt, fragt man sich dann doch, ob die Solidarität zum eigenen Land höhere Priorität genießt, als die zu den Leuten, deren Lebensraum im Osten zu finden ist und deren Leid durch solche Sätze relativiert wird. Markus schafft es perfekt, das Soziale mit dem Nationalen zu verbinden. Aber Markus' Solidarität kennen wir eigentlich auch schon aus der Vergangenheit. Bereits in der Pandemie hat Markus großspurig verkündet, warum er sich nicht impfen lassen hat. Und dazu hat er das volle Recht. Interessant sind aber die Begründungen, denn neben ein paar Hype und einem Haufen Unwahrheiten über mRNA und Nebenwirkungen führte er auch hier Big Pharma an, die er nicht unterstützen wolle, weil die Schweine an der ganzen Scheiße verdienen. So eine Schwarz-Weiß-Betrachtung ist natürlich dumm, da es ausblendet, dass raffgierige, kapitalistische Großkonzerne mit Chefs, die Porsches fahren, auch Profit machen und gleichzeitig etwas Gutes tun können. Aber Markus ist nicht nur doof, er ist auch ein Heuchler. Denn während er den BioNTech-Konzern verteufelt, verkündete er, auch selbst Aktien dieser Firma zu besitzen. Er sagt aber, er besitze diese Aktien nur aus Spaß. Und er freue sich auch, wenn der Aktienkurs sinkt. Auch die Maskenpflicht war Markus im Endeffekt scheißegal. Denn man hat ja bei Finn Kliman gesehen, dass Masken und CDU-Maskenaffäre Kapitalismus und so. Ganz solidarisch eben. Und wenn Markus meckert, sind aber die Tatsache alleine, dass wir da überhaupt nicht gefragt werden in dieser Angelegenheit, dass wir da in einen Krieg hineingezogen werden, ohne darüber mitzubestimmen. Wir brauchen eine echte Mitbestimmung, wir brauchen eine echte Möglichkeit, um darüber zu bestimmen, wie wir leben und wie wir arbeiten wollen. Dann denke ich mir, ja, direkte Demokratie klingt in der Theorie toll. Aber das Ding ist, in der Praxis entscheiden dann Personen wie Markus über komplexe geopolitische Sachverhalte. Personen, die es nicht mal auf Reihe bekommen, einfachste Faktenchecks zu lesen, die überall Verschwörungen der raffgierigen Kapitalisten wittern und mehrfach gezeigt haben, dass sie intellektuell mit den einfachsten Differenzierungen überfordert sind. Außerdem verkennt Markus, dass es doch aktuelle Umfragen gibt. Und die zwei unsolidarischen Trottelparteien, die sich gegen Waffenlieferungen aussprechen, spiegeln nicht einmal ein Drittel der Wählerinnen und Wähler wider. Die traurige Erkenntnis aus dieser ganzen Farce ist, Markus Steiger ist nicht ansatzweise so intelligent, wie er und andere das vielleicht mal gedacht haben. Ich möchte dieses Video mit einem kurzen Vergleich beenden. Vor ungefähr 6 Monaten habe ich für 15 Euro an einem Friedenslauf teilgenommen. Die Gebühr wurde unter anderem für humanitäre Zwecke in Bakhmut gespendet. Zur exakt gleichen Zeit rief Steiger großflächig zu einer Friedensdemo in Berlin an der Seite von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht auf, in der die deutsche Regierung gefordert wurde, Waffenlieferungen einzustellen. Putin kam fast gar nicht zur Sprache. Und diese Demo wurde von den russischen Medien aufgegriffen und als Propaganda gegen die Unterstützung der Ukraine verwendet. Ja, mein 10-Kilometer-Lauf war ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es war Symbolik. Ich gehe gerne raus, treibe gerne Sport. Ich habe genug Geld, mir geht's gut, ich könnte sicherlich mehr tun, um der Ukraine zu helfen. Aber immerhin bin ich kein pseudosolidarischer, heuchlerischer Narzisst wie Markus Steiger. Und das ist ein beruhigendes Gefühl.